Leute, mein Name ist Epic Stun und mit dabei ist heute Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier in der Räuberbase und beim letzten Mal haben wir richtig doll viele Emeralds geklaut und dafür haben wir auch richtig doll viel Gold bekommen. Mit dem Gold haben wir teilweise unsere Räuberbase hier ein bisschen geupgradet. Wir haben jetzt nämlich noch mehr Wachen, die ganz, ganz hier oben unseren kleinen Süßen der Tresor bewachen. Die Wachen stehen ganz genau hier, das ist sehr gut. Dann haben wir zusätzlich noch eine Wache hier unten auf unserem Balkon und bei unserem Eingang hier oben. Ich würde sagen, Katja, ich lege das Gold mal ganz kurz hier nochmal zurück in den Tresor rein insgesamt. Das kommt hier rein und wir haben insgesamt schon 3 Stacks Boah, Gold. Vor allen Dingen, hier liegt ja noch nicht so viel Gold. Das ist so, so viel. Wie gut. Wir könnten auch mal in unserem Räuberladen vorbeischauen. Vielleicht haben wir dort noch ein bisschen mehr Gold. Stimmt. Und dann könnten wir vielleicht nochmal schauen, ob wir ein Upgrade für unsere Base hier haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und bitte öffnen. Hallo. Und Katja, schau mal. Es wurde alles verkauft. Alles, alles. Gott. Die sind komplett leer. Wie sieht das denn hier Sogar aus? Sogar hier die Autochen wurden verkauft. Hier die Kameras, die Laser, alles wurde verkauft. Wir haben bestimmt richtig viel Gold und wir haben kein einziges Gold. Wir wurden vielleicht ausgeraubt. Hey, was ist hier passiert? Was ist denn da los? Moment mal. Hallo. Der Räuberladen wurde ausgeraubt. Alles ist weg. Tatsächlich, oh, Katja, es wurde hier alles geklaut. Wir wurden beklaut in unserem eigenen Räuberladen. Wir haben kein einziges Gold dadurch bekommen und alles ist hier leer. Das ist ja absolut nicht gut, aber wer könnte das nur geklaut haben? Ich weiß nicht. Irgendwie vielleicht, wie gesagt, Konkurrenz oder jemand will uns irgendwie was Böses. Ich weiß es nicht. Denkst du, Katja, das war Malte? Das kann wirklich Malte sein. Und Malte schwirrt hier irgendwo rum. Das war ja eigentlich mal unser Mitarbeiter, aber er hat uns verraten. Das stimmt. Der ist richtig mies und fies. Es könnte tatsächlich sein, dass Malte hier den Räuberladen näher ausgeraubt hat. Moment mal, Katja, denkst du, wenn wir den Räuberladen jetzt wieder befüllen mit neuen Kameras, mit neuen Lasern, dass Malte vielleicht wiederkommt und ihn wieder ausrauben möchte? Weiß nicht, vielleicht sogar Fallen reinstellen und die vielleicht werden sogar dann ausgelöst, wenn er sie abbauen möchte. Das stimmt. Das bedeutet, Karte, wir können jetzt als allererstes hier den Räuberladen wieder auffüllen, dann werden Fallen platziert, wir können zusätzlich noch ein bisschen mehr Kameras platzieren, dass wir ja alles richtig doll gut im Blick haben und dann können wir uns auf die Lauer legen und beobachten, wer hier in unseren Räuberladen reinkommt. Okay, unser kompletter Räuberladen wurde wieder eingerichtet. Hier haben wir ganz viele Barrikaden. Hier verkaufen wir auch Fallen. Hier haben wir Laser und Karte. Wir könnten jetzt hier in den Eingangsbereich noch ein paar Fallen platzieren. Und ich habe hier den Kameramonitor und kann alles super doll gut beobachten. Hallo Karte, ich sehe dich. Hallo. Sehr gut. Okay, 3 Kameras habe ich hier. Einmal die Kamera, da sieht man von hier alles im Laden. Dann die Kamera Nummer 2, das ist die hier vorne. Und die Kamera Nummer 3. Damit haben wir alles tipptopp doll gut im Blick. Okay, du platzierst hier auf jeden Fall die Fallen insgesamt. Pass ja auf, ne? Ja, ich darf da auf keinen Fall reinplumpsen. Und ich würde sagen, Karte, wir können uns hier hinten dran auf jeden Fall verstecken und den Räuberladen richtig, richtig doll gut im Blick behalten. Oh, stimmt. Okay, dann bin ich mal gespannt, ob der jemand den ausrauben möchte. Und schau mal, Katja, der erste Kunde kommt in den Räuberladen. Vielleicht hat der auch irgendwie den Laden überfallen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, er schleicht sich auf jeden Fall hier an den Fallen vorbei. Was macht er hier im Räuberladen? Er schaut sich auf jeden Fall alles an. Ich habe den Richter gut im Blick. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er den Räuberladen ja ausrauben möchte. Okay, er holt sich auf jeden Fall 2 Barrikaden mit. Und, oh, er legt Gold in die Kiste rein. Okay, ich glaube nicht, er hat Katja. Ja, das ist ein ganz normaler Kunde. Oh, sehr gut. Und er verlässt den Räuberladen wieder. Okay, das war auf jeden Fall nicht der Dieb. Der nächste Kunde kommt in den Räuberladen. Okay, ist das der Dieb? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schau mich hier durch die Kameras. Oh, du musst mir sagen, was er macht. Oh, Moment mal. Er schaut sich hier alles an. Oh, er schaut sich die Autos an. Was sieht er aus? Er verschiebt die Autos. Hey, was soll das denn? Warum verschiebt er die? Ich bin mir nicht ganz sicher, was das denn für ein Quatschmacher. Moment mal, ich schau mal durch die Kamera durch. Oh, da sehe ich ihn auf jeden Fall. Oh, er holt sich auf jeden Fall eine Barrikade mit und platziert sie irgendwo anders. Was macht der denn da? Er räumt den Laden um. Hey, wir haben den gerade aufgestockt. Was ist denn da los? Okay, er hat die Barrikaden jetzt auf jeden Fall woanders hin platziert. Was macht der jetzt? Ich schau mal durch die Kamera. Er platziert Gold auf dem Boden. Er schenkt uns Gold. Er legt noch ein bisschen Gold in die Kiste rein. Moment mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der da für ein Quatsch gemacht hat. Ja, tatsächlich. Und er geht wieder. Okay, das war auf jeden Fall auch nicht der Dieb. Katja, Moment mal. Ich glaube, das ist Malte. Ich sehe ihn sogar von hier hinten. Was ist denn da los?
aus. Malte ist gerade in den Räuberladen reinkommen. Er baut die Fallen ab. Aber das ist tatsächlich Malte. Das ist ja richtig mal mies und fies. Und Moment mal. Was macht er denn jetzt hier? Er baut sogar das Gold auf dem Boden ab. Er baut hier die Beamer noch ab. Die Barrikaden werden abgebaut. Die Kasse wird abgebaut. Oh nein. Was ist denn da los? Sogar unsere Goldkiste wird abgebaut. Er klaut einfach die komplette... Das ist ja absolut nicht gut. Die Laser werden auch abgebaut. Das ist tatsächlich unser Dieb. Er klaut einfach schon wieder die ganzen Sachen hier im Räuberladen. Den Teppich baut er auch ab. Was soll das denn? Hä? Also? Das ist ja richtig mies und fies. Und der komplette Räuberladen ist leer, Kater. Malte hat wirklich alles geht geklaut. Geht er jetzt mit allem? Er geht tatsächlich. Kater, wir müssen ihn verfolgen. Moment mal. Wo geht Malte hin? Ich schleiche ihm auf jeden Fall hinterher. Okay. Ich sehe ihn da auf jeden Fall mit unserem geklauten Gold. Und es geht hier weiter. Okay, Malte hat mich auf jeden Fall nicht gesehen. Ist das sein Zuhause? Geht hier ins Haus? Ich glaube tatsächlich schon. Das hier ist sein Haus. Hier wohnt Malte also. Das heißt, wir wissen jetzt, wo Malte wohnt. Das ist sehr gut. Und er platziert die ganzen geklauten Barrikaden in seinem Haus. Er macht sein Haus sicherer. Das Gold wird hier auch platziert, was er geklaut hat. Okay, das ist sehr gut, Kater. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo Malte wohnt und können ihn jederzeit beobachten. Das ist sehr gut. Und warte mal, Kater. Wir können mal schauen, ob wir einen neuen Räuberauftrag haben. Ich schau mal ganz kurz hier zum Drucker. Vorlesen! Oh, wir haben einen neuen Räuberauftrag. Ich gehe auf meinen Räuberauftrag. Ich setze mich dir gegenüber. Okay, Katja, wir müssen... Oh, klaut einen Panzer. Dieser befindet sich unterhalb einer Villa. Passt vor den Wachen auf. Viel Erfolg. Okay, wir müssen einen kompletten Panzer klauen. Was ist denn da los? Oh, Epic, der ist aber groß und laut, ne? Das stimmt. Und vor allen Dingen wird er von richtig vielen Wachen bewacht. Ich nehme mal hier meine Ausrüstung schon mal raus. Bitte anziehen. Dann hole ich hier zusätzlich noch die Crowbar mit. Spitzhacke habe ich, das Messer habe ich auch. Den Laser lege ich mal zurück. Ich nehme auch mal den Bohrer mit. Vielleicht brauchen wir den Bohrer auch hier insgesamt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Okay, damit bin ich auf jeden Fall schon tipptopp doll gut ausgerüstet. Ich zieh mich auch an. Sehr gut, Katja. Und wir können auf jeden Fall zur Villa gehen. Dort uns alles richtig doll gut anschauen. Und ich bin mir wirklich noch nicht ganz sicher, Katja, wie wir einen kompletten Panzer klauen sollen. Und ich glaube, der Panzer ist aber richtig, richtig doll viel wert. Da vorne müsste das Haus sein. Und unter diesem Haus befindet sich der Panzer, den wir klauen sollen. Aber ich sehe gar keine Wachen. Ich sehe auch keine Wachen. Nein. Hier ums Haus drumherum sind keine Wachen. Innen drin sehe ich tatsächlich auch niemanden. Hier sehe ich ein Wohnzimmer. Okay, wollen wir einfach mal reingehen, Katja? Ich wollte mal ganz kurz hinten schauen. Aber, nee, ich glaube, rein ist eine ganz gute Option. Ja. Guck mal, ich mache dir mal die Tür auf. Du warst als erstes. Okay, wir müssen richtig gut aufpassen, Katja. Es könnten natürlich immer noch Wachen oben bzw. hier hinten sein. Hier haben wir einen Zahlencode. Moment mal, Katja. Hier geht's nach unten. Schau mal, hier geht's in den Keller rein. Und hier müssen wir auf jeden Fall irgendeinen Code eingeben. Da liegt wer! Da liegt der Hausbesitzer. Der schläft hier tatsächlich. Der Hausbesitzer ist einfach ein Skelett tatsächlich. Und warum schläft das Skelett auf dem Boden? Ach, das ist nur ein Skelett. Das schläft nur. Ja. Ich dachte, Schlimmeres. Nein. Na gut, dann ist ja alles gut. Kater, wir müssen sehr, sehr leise sein, dass das Skelett auf keinen Fall aufwacht. Das schlummert hier einfach auf dem Boden. Was ist denn da los? Aber Epic, schau mal hier. Moment mal. Was ist das? Das ist der Code. Tatsächlich, das ist der Zahlencode. Okay, 47219. 47219, das müssen wir uns merken und unten eingeben. 47219. Tatsächlich, das ist der Code. Damit kommen wir hier auf jeden Fall rein. Und hier geht's nach unten insgesamt. Ist das ein unterirdischer Bunker? Ich bin mir echt nicht ganz sicher. Ich weiß nicht. Dann geht's hier nach unten, Katja. Okay, sind hier unten Wachen, die auf den Panzer aufpassen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier sehe ich... Da sind einige Wachen. Da sind sehr, sehr viele Wachen. Katja, pass bloß auf. Wir können hier auf jeden Fall ein bisschen hier... Oh, mit unserem Messer wegschnetzeln. Die halten aber nicht so viel aus. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier noch richtig viele Wachen. Die werden auch weggeschnetzelt. Und... Oh, das warst du. Die kommen doch alle zu mir. Sie halten... Hilfe! Ich habe nicht mehr so viel Leben. Dann haben wir den noch. Du bist auch so den schwarz haben angezogen. Wir noch. Du auch. Hallo, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh, tatsächlich. Das waren alle Wachen, die wir hier unten weggeschnetzelt haben. Und wir haben hier den Panzer, den wir klauen müssen. Aber wie sollen wir den Panzer jemals hier rausbekommen? Ich habe auf jeden Fall die Bohrmaschine dabei, Katja. Wir könnten uns hier einen riesengroßen Weg rausbohren. Wollen wir das machen? Wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Okay, dann bohre ich hier auf jeden Fall hoch insgesamt. Schau mal, so. Und dann können wir hier hoch mit dem Panzer rausfahren. Das klappt richtig, richtig gut. Oh Gott, da passt bloß auf. Und es geht jetzt ab zu unserer Base insgesamt. Wie cool der Panzer aussieht. Alle da oben, Gacha. Bitte einsteigen. Oh, ich steig auch ein. Oh, ich sitze hier oben neben dir. Wie süß. Oh Gott, da ist so eine Lampe. Ein bisschen links.
Passt schon. Wir sind so langsam mit unserem geklauten Panzer hier. Was ist denn da los? Passt doch, oder? Sehr gut eingepackt, Katja. Okay, der Panzer wird jetzt verkauft und ich bin sehr gespannt, wie viel Gold wir hierdurch bekommen. Oh, sehr gut. Das ist super doll viel Gold. Wow. Das wird alles abgebaut. Das hat richtig doll gut geklappt, Katja, den Panzer zu klauen. Okay, das ganze Gold wird eingesammelt. Dankeschön und Dankeschön. 12 Gold habe ich. Wie viel Gold hast du? 8 habe ich. Wir haben 20 Gold bekommen. Wow, 20 Gold, das bedeutet, der Panzer war 20 Millionen Geld wert. Beziehungsweise wir bekommen ja immer das Doppelte. Das bedeutet, der Panzer war 10 Millionen wert und wir haben 20 Millionen bekommen. Das ist richtig doll viel. Okay, dann geht's wieder nach oben zu unserer Räuberbase, beziehungsweise zum Tresor. Dort wird das gesamte Gold reingelegt und wir haben damit richtig doll viel Gold insgesamt. Und hier wird alles reingelegt. Oh, wow, wir so haben viel. So viel Gold. Das ist richtig doll cool. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.